Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog. Dieser Vlog fängt direkt mit einem Food Haul an. Wir waren vorher gerade im Aldi. Ich fange am besten gerade mit den Sachen an, die sofort in den Kühler müssen, damit ich das dann wegräumen kann. Und zwar habe ich einmal hier diesen skandinavischen Räucherlachs. Ja, Schatz. Dann habe ich Sommerfruchtmix, tiefgefroren. Ich liebe tiefgefrorene Früchte, gerade jetzt, wenn es wärmer wird. Natürlich sowieso für Ramadan. Jeden Abend ein Smoothie. Dann zweimal tiefgefrorene Erdbeeren. Hier. Und einmal Brokkoli. Ich werde das jetzt gerade mal kurz einräumen. So, dann haben wir noch einmal Auberginen. 4 Stück. Die sind ein bisschen kleiner, deswegen habe ich 4 gemacht. Für Saluk. Einmal Avocados. Dann habe ich hier Lasagneblätter, sind wir auch ausgegangen. Einmal für die Kinder diese Smarties-Joghurt. Einmal diese Chips für die Kinder, diese Maischips. Dann Butterkekse. Dann habe ich einmal von diesen feuchten Allzwecktüchern gekauft. Dann zweimal Schupfnudeln. Oh, ich habe die jetzt probiert. Ich bin wirklich erst jetzt auf den Geschmack gekommen. Die schmecken so, so lecker. Einfach nur mit Butter gebraten, ein bisschen Aroma drauf. Und die sind wirklich super süß. Habe ich sie noch nicht probiert, wie ihr es mir empfohlen habt. Genau, dann sind hier 3 Süßkartoffeln drin. Damit werde ich dann wahrscheinlich Samosas machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit Süßkartoffeln oder mit normalen Kartoffeln machen werde. Da gucke ich immer je nach Lust und Laune. Eine leckere, wunderschöne Ananas. Ich liebe, wie die aussehen, mashallah. Dann habe ich einmal Frischkäse nachgekauft. Vollrahm. Damit werde ich wahrscheinlich Rikasimir machen demnächst. Diese Bodylotion habe ich gesehen bei Aldi. Die roch so gut, deswegen dachte ich mir, ich probiere die jetzt mal. Ich nehme die mal mit. Das ist mit Reismilch und Vanilleduft. Und die riecht wirklich sehr, sehr, sehr gut. Baby-Shampoo für die Kinder im Dreierpack war im Angebot. Ich finde, das Johnsons macht die Haare wirklich am saubersten. Ein Abwaschmittel, Tandil, das Grüne. Für Jenna einmal Duschgel. Das riecht auch, das duftet auch wirklich sehr gut. Und Knoblauchpulver. So, kommen wir zur nächsten Tüte. Hier habe ich einmal Spargel mitgenommen. Damit werde ich diese Woche inshallah noch Spargelrisotto machen. Eine Salatgurke, Popcorn, einmal Weißmehl. Dann habe ich noch diese Twix-Fälschungen gekauft und diese Riesenfälschung, diese Toffees von Aldi. Ist wirklich eine gute Fälschung, muss ich sagen. Oh nein, meine Datteln. Genau, einmal Matchstuhl-Datteln, meine Lieblingsdatteln. Dann brauchte ich noch Einweghandschuhe, Brot zum Aufbacken. Ich noch 4-mal Energy Drinks für mich, aber ich trinke eigentlich sehr wenig davon in letzter Zeit und für meinen Mann auch zum Mitnehmen zur Arbeit. Mal Pflegespülung für meine Haare. Dann habe ich noch diese Maske gekauft von der Aldi-Marke Ombia. So eine Minute Haarmaske, Öltherapie. Da wollte ich mal gucken, ob die gut ist. Auch bei Jenna ausprobieren. Ja, einfach mal zum Austesten, weil die roch wirklich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Genau, für Jabir sein Duschgel. Und für Younes und Asiya, alles von der Aldi-Marke. Ich finde die wirklich gut. Waren diese 3 hier im Angebot. Also falls ihr da mal dran vorbeilauft, die gibt es auch bei DM. Dann nehmt das unbedingt mit, weil das riecht so gut. Das duftet wirklich so, so gut. Richtig sommerlich, so nach Orangenblütenwasser. Also es duftet so gut. Ich liebe, das ist wirklich eins meiner Lieblingsduschgels. 2-mal Grießpudding mit Zimtgeschmack. Dann habe ich noch einige von diesen Früchtequetschis mitgenommen. Und einmal noch Kinderschokolade, war noch übrig von Ostern. Dann die letzte Tüte, die habe ich nicht vom Aldi, die war ich kurz in einem anderen Laden kaufen. Haarfarbe, inshallah werde ich mir eben heute noch die Haare färben. Einmal frische Champignons, die werde ich auch für mein Risotto benutzen. Einmal diese Bärchenchips.
zweimal von diesen Erdbeer-Banane-Riegel, Früchte-Riegel. Die mögen die Kinder wirklich sehr und die sind sehr praktisch, einfach zum Mitnehmen draußen, um ihnen was Kleines zu geben für den kleinen Hunger. Dann Kiwis. Die vom Aldi sind wirklich super, diese ist reif, die sind wirklich schön süß, also die sind nicht sauer oder so, die kaufe ich wirklich fast immer beim Aldi. Und zweimal Tortilla Wraps, die brauche ich aber nicht für Tortillas zu machen, sondern ich werde damit inshallah eben Samosas machen, mit einer richtig coolen Technik. Das werde ich euch entweder in diesem Vlog oder in meinem ersten Ramadan Vlog dann zeigen, wie ich das mache mit Lammfleischfüllung, also ist wirklich super, super lecker. Ihr werdet das Rezept auf jeden Fall bekommen von mir. Dann habe ich 1 Kilo Erdbeeren mitgenommen. Einmal diese Toilettensteine mit Kraftbleiche drin. Mal diese Schokomäuse für die Kleinen und für mich meine Lieblingsschokolade aus dem Aldi. Einmal noch Heidelbeeren oder Blaubeeren, wie auch immer ihr es nennen mögt. Als letztes noch einmal Vollwaschmittel von Aldi. Genau, ich werde jetzt mal diese Sachen aufräumen, Mittagessen für die Kinder bereit machen. Weiß nicht, ob ich heute noch weiter vloggen werde. Ansonsten morgen, inshallah. Ich muss nämlich noch staubsaugen, den Boden wischen, meine Haare färben heute. Also es gibt noch einiges zu tun. Bis später. There's nothing holding me back. I wanna follow this straight road. Nein. Oh, seine neueste Mode ist immer, währenddem ich sauge, mir auf diesen Knopf hier zu drücken und dann steckt immer den Stecker raus. Na, du Frechdachs. Nein. Danke, mein Schatz. Ja, I'm standing here. Can I have your mercy? Mercy, I'm saying I'm grown out of hand with the light. Ever trying to hold me back. Oh yeah, I would be like, if I count my blessings till tomorrow, I'll never stop, I don't wanna go. I got a power, got a strength, got nothing on my own. It's me, I'm strong, so how can what I let me Ya Rab, I'm standing here. Can I have your mercy? Mercy, so, Jenna hat sich Minimaus-Haare gewünscht. Ja, wir gehen jetzt raus. Ich treffe mich jetzt noch gleich mit einer Freundin, die ich kennengelernt habe vor kurzem auf dem Spielplatz. Und dann gehen wir eine Runde mit den Kindern spazieren. Jenna ist schon fertig. Jabir ist auch schon fertig. Ich will etwas sagen. Was möchtest du sagen? Das sieht aus wie ein Bärenzopf, oder? Wie ein Bärenzopf? Mhm. Ich weiß nicht, wie sieht denn ein Bärzopf aus? Bären haben so Kreisohren. Ah, ja, weil die Bären haben so kleine Kreisohren. Das stimmt. Du hast recht. So, alle bereit? Was für ein Task, Leute. Was für ein Task. Masha Allah, wie die Blüten kommen. So schön. Yunus hat so einen Tick, er will die ganze Zeit, er will nicht den Kinderwagen verlassen, wenn er nicht diese Sachen hier wieder zumachen kann. Das ist voll lustig. Ha? Alles muss seine Ordnung haben, gell? Geil, Chubby! Willst du Jacke ausziehen, mein Schatz? Ist warm, komm, kannst ausziehen. Ah.
Tröstest du ihn? Oh. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Alhamdulillah. Es hat richtig gut getan, rauszugehen. Man bereut es einfach nie. Manchmal ist es schwer, sich aufzuraffen, die Kinder einzupacken und rauszugehen. Aber es lohnt sich einfach immer. Es tut wirklich so gut. Ja, besonders, wenn man nette neue Leute kennengelernt hat. Kennt ihr das? Wenn man einfach, manchmal lernt man einfach gewisse Menschen kennen. Und es klickt einfach sofort. Man versteht sich einfach sofort mit dieser Person. Und ja, das war jetzt eben bei ihr der Fall. Wir haben uns vor, glaube ich, 1-2 Wochen kennengelernt auf dem Spielplatz. Und ja, Mashallah, so eine Liebe. Falls du zuguckst, hallo. Ja, ich habe nämlich draußen noch ein paar Sachen gekauft. Und zwar hier, wie ihr seht, ganz viele Mandeln. Hier. Da. Noch mehr Mandeln, gemahlen. Also hier der ganze Sack ist voll Mandeln. Ja, und Müllsäcke. Was ich damit mache, ist für Ramadan, inshallah, will ich Sfuf machen. Cello, ich habe euch das auch schon mal in einem Vlog gezeigt. Und ich möchte es jetzt wieder mal selbst machen. Ich habe richtig Lust darauf. Das soll ja auch ganz gut sein fürs Stillen. Und deswegen werde ich da ein bisschen vorbereiten später. Ich werde euch das dann zeigen. Jetzt werde ich erstmal noch stillen eine Runde. Kinder brauchen noch Mittagessen. Ich mache heute die Schupfnudeln mit ein bisschen Brokkoli. Jabir geht später noch ins Karate. Der geht jetzt nämlich 2 bis 3 Mal die Woche immer wieder ins Karate. Er ging schon früher, als er 4 war, ist er auch schon gegangen, aber da war er irgendwie noch zu klein. Aber jetzt funktioniert es wirklich super. Er liebt das total. Haare färben will ich auch noch. Ihr seht, man nimmt sich immer viel zu viel vor. Glaubt ihr, ich bin gestern zum Haare färben gekommen? Nein, natürlich nicht. Inshallah werde ich es heute aber schaffen. Aber ja, mal gucken. Man kann sich ja immer viel vornehmen, aber man muss dann auch nicht enttäuscht sein, wenn nicht gerade alles auf einmal klappt. Das ist nun mal einfach so. Ja, mit 4 Kindern oder auch weniger, das einfach, manchmal verläuft der Tag einfach nicht so, wie man es sich plant und das ist dann auch nicht schlimm. Ja, deswegen mal gucken, was der Rest des Tages noch so bringt. Ja, Kleider bin ich hier auch noch am Sortieren. Habe ich gestern Abend mit angefangen, aber bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Das sind halt ältere Kleider von Gender, die ich noch hier habe, die ich jetzt erstmal in eine Kiste packe, weil das wird Asia erst etwa in 2 Jahren passen. Und ja, da bin ich jetzt auch noch dran, wie ihr seht. Deswegen dieses Chaos hier, das Kleine, sollte ich bis heute Abend auch noch beseitigt haben. Deswegen Schritt für Schritt, Leute. Schritt für Schritt. So, das ist das ausgemistete Ergebnis. Ein riesen Toys R Us Sack voll. Ah, der ist zwar nicht ganz gefüllt. Dann da hinten auch noch. Hier ist auch noch ein ganzer Müllsack voll. Ja, Jonas hat ein bisschen schlechte Laune nach seinem Mittagsschlaf. Genau, das alles hier kommt in die Kleidersammlung. Ich verkaufe die nicht. Ich bringe die einfach direkt in die Kleidersammlung. Da sind jetzt auch Sachen von Asia schon dabei, die nicht mehr passen. Und genau, ich muss die dann noch in andere Säcke machen, extra für die Kleidersammlung. Aber ich fühle mich gerade total erleichtert. Es ist immer ein richtig gutes Gefühl, auszumisten irgendwie. Ja, mein Schrank sollte auch nochmal ausgemistet werden jetzt vor dem Sommer dann. Werde ich inshallah dann auch noch machen an einem anderen Tag. Ihr seht, wir haben den ganzen Balkon leer geräumt. Ja, außer dieser Schrank, der kommt dann noch in den Keller. Weil wir haben uns jetzt eine Lounge bestellt für hier. Die sollte inshallah nächste Woche mal ankommen. Hoffentlich. Ich hoffe, dass die bald mal ankommt, weil im Moment wir können hier gar nicht sitzen, gar nichts. Aber oh, ich freue mich da schon drauf. Das wird so ein 2er-Sofa, Tisch und 2 Sessel. Also richtig, richtig schön. Einen neuen Grill haben wir noch bestellt, weil der alte ist nicht mehr so gut. Und ich will mir eben bei Ikea für hier oben, weil wir wohnen ja auf dem Dach, irgendwie ein paar schöne, ja, Töpfe oder Pflanzen. Oder also halt ein größeres Beet und dann ein paar Kräuter hinmachen irgendwie. Damit es dann ein bisschen schöner aussieht und es halt auch hier verdeckt. Weil im Moment haben wir hier diesen Vorhang hingemacht. Ja, damit man ein bisschen Privatsphäre hat quasi. Aber ja, ich will das dann dort eben noch ein bisschen dekorieren. Genau.
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Ich bin da nämlich nicht so kreativ, was Dekoration anbelangt. Also genau, hier wäre dann eben eine Lounge. Und dann habe ich mir eben gedacht, dass ich hier so ein langes Beet hinmache mit Blumen drin. Also ich dachte mir Lavendel, weil das wächst dann so schön groß. Und es duftet dann auch sehr, sehr gut. Ich habe nur Angst, dass das zu viele Bienen anzieht. Ich habe mal gehört, Lavendel soll Bienen anziehen. Ja, davor habe ich ein bisschen Angst. Aber genau, mal gucken. Ich lasse mich da immer erst inspirieren, wenn ich dann im Ikea bin. Du, geht's dir besser? Jonas hat immer so schlechte Laune nach seinem Mittagsschlaf. Aber jetzt langsam geht's, ne? Jetzt muss ich mich eben gerade entscheiden, will ich noch Fuff vorbereiten oder will ich lieber meine Haare färben? Und ich habe mich fürs Haarefärben entschieden. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen und das wollte ich euch kurz zeigen. Ich benutze immer diese Haargummis hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber bestimmt. Also die, und die leiern halt nach einer gewissen Zeit aus. Und meine Mama, die hat mir jetzt einen richtig coolen Trick gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, aber falls nicht, es ist wirklich ein praktischer Trick. Wenn die ausleiern, dann habe ich hier ganz heißes Wasser drin. Und wenn man das dann da reinschmeißt, dann geht das dann wieder in die ursprüngliche Form zurück, subhanallah. Und es ist wirklich, wirklich gut. Dann muss man sich nämlich nicht immer wieder neue kaufen. Ich zeige euch das jetzt gerade. Ich bin schon gespannt, weil die neue Casting Creme Gloss, die hat so Kokosöl noch drin. Also es ist eine neue Formel, weil es ist ja wirklich meine absolute Lieblingshaarfarbe von Casting Creme Gloss. Alle Farben davon. Also ist eigentlich eine Intensivtönung, aber die pflegt so richtig das Haar. Also das Haar geht nicht kaputt davon. Deswegen bin ich schon wirklich gespannt, wie die neue Formel ist. Mal gucken, ob das Haargummi, ja seht ihr, das Haargummi ist schon wieder jetzt klein geworden. Ich zeige euch das mal. Seht ihr, wie ausgeleiert das vorher war? Und jetzt ist es wieder ganz normal in der ursprünglichen Form. Also noch guter Tipp nebenbei. Oh je, Leute. Es gab irgendwie ein Loch im Handschuh. Und meine Nägel haben sofort Farbe angenommen. Schau mal, wie das aussieht. Hilfe! Das sieht total ungepflegt aus. Ich habe das schon versucht, mit Nagellackentferner wegzumachen, aber... es geht leider nicht. Ja, jetzt werde ich mir danach noch gleich meine Nägel färben müssen, streichen müssen mit meinem Sophia-Nagellack, weil das da geht gar nicht. Guten Morgen! Ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Wir haben gerade Jabber zum Kindergarten gebracht. Ja, jetzt werde ich mir erstmal meinen Kaffee machen. Asia wartet auch noch auf den Rest von ihrer Milch. Mal gucken, ob ich sie noch ein bisschen hinhalten kann. Ja, meine Nägel bin ich natürlich wieder nicht dazu gekommen, gestern noch die zu lackieren. Jetzt sieht es hier einfach voll, ja, doof aus, um es nett ausgedrückt zu sagen. Mal gucken, ob ich sie noch so ein bisschen hinhalten kann. Aber ich glaube, es sieht nicht so aus. Ja, Jabir ist ja jetzt 6 fast. Das heißt, er kommt dann, inshallah, im August in den großen Kindergarten. Er wird ja auch im August 6. Und ich muss sagen, also der Kindergarten bei uns ist ungefähr 500-600 Meter bei uns entfernt. Aber es gibt halt auch noch eine Straße. Aber hier in der Schweiz ist es normal, dass man in dem Alter eigentlich schon alleine geht zum Kindergarten. Spätestens in den großen Kindergarten gehen die Kinder dann eigentlich alleine. Aber ich habe mich irgendwie wirklich noch nicht dafür, weil ja, ich traue ihm das schon zu eigentlich, weil er passt wirklich gut auf, aber man macht sich ja trotzdem irgendwo Gedanken. Und jetzt weiß ich nicht, manche sagen, lass jetzt los, lass den alleine gehen, der kann das, vertraue deinem Kind. Andererseits denke ich mir trotzdem irgendwie, ja, Kontrolle ist manchmal trotzdem besser als Vertrauen. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, mit wie alt ihr eure Kinder in den Kindergarten habt gehen lassen alleine. Ob ihr das eurem Kind schon zutrauen würdet, 500-600 Meter alleine zu gehen oder nicht. Sia! Die kleine Maus lacht jetzt. Ai! Hi! Hallo! Hallo! Baby, hallo, 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 Mama, hallo, Mami. Oh, ich glaube, ich konnte es wirklich auf Kamera einfangen gerade. Hi, Baby. Hi, Baby.
Masha'Allah. Masha'Allah, Bibi. Masha'Allah, Asiya. Masha'Allah. Hi, bist du lachen? Lachst du? Lachst du, mein Mädchen? Oh, Schatz. So, also, ich mache jetzt die Vorbereitungen für das Sfuf. Ich möchte dazu sagen, also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Zubereitungsformen. Also überall in Marokko machen die das anders. So wie ich das jetzt hier mache, ist es einfach so, wie es uns am besten schmeckt. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt all diese Sachen rösten. Der Backofen ist auf 180 Grad Umluft. Wenn ihr Ober-Unterhitze habt, wäre es dann etwa 200 Grad, glaube ich, vorgeheizt. Dann habe ich 1 Kilo Weißmehl. Sesamsamen, das hier sind jetzt 600 Gramm und 600 Gramm Mandelmehl, also gemahlene Mandeln. Andere machen das auch so, dass sie zuerst Mandeln frittieren und das danach mahlen, aber mir schmeckt das so am besten und es ist dann irgendwie weniger fettig. Ich werde aber dann trotzdem noch Mandeln auch noch frittieren am Ende dann. Aber ja, das ist jetzt erstmal der erste Schritt und das alles muss dann wirklich auch abkühlen. Ja, bis heute Abend, dann mache ich heute Abend vielleicht zu Ende oder vielleicht sogar erst morgen. Aber das ist wirklich das, was man super vorbereiten kann. Genau, das alles kommt jetzt in den Backofen. Der Mehl braucht ungefähr halbe Stunde, bis der fertig ist. Aber man muss den alle 5 Minuten rausnehmen und kurz umrühren, also bis der richtig schön goldig ist. Und bei Mandelmehl genauso und bei den Sesamsamen auch, aber da habe ich jetzt nicht genaue Zeitangabe, sondern ich schaue einfach wirklich, wann es gut ist quasi. Genau, wichtig nur, alle 5 Minuten rausnehmen und kurz umrühren. Genau, so sieht das jetzt aus. Also hier ist das Weißmehl, hier ist Mandelmehl. Und hier sind die Sesamsamen. Also ich kann die jetzt einfach auf 3 Etagen verteilen quasi im Ofen. Das macht nichts, weil ich werde ja sowieso alle 5 Minuten den Alarm stellen, rausnehmen und umrühren, damit man das Ganze einfach beobachten kann. So, die ersten 5 Minuten sind um. Da habe ich erstmal das Mehl rausgenommen und rühre das einfach, also einmal, drehe das so um, dass sich die Hitze dann gleichmäßig überall verteilt. Aber ihr seht, da ist jetzt noch fast gar nicht braun geworden. Ich mache mal kurz Licht hier, damit man ein bisschen besser sehen kann. So, genau. Und dann sollte man es wirklich ein bisschen wieder flach reinmachen. Also nicht ganz flach, aber halt ein bisschen so verstreichen, damit es besser braun werden kann oben. So. Jetzt mache ich das rein und mache dasselbe nochmal mit dem Mandelmehl. Danke fürs Wurf. Freust du dich aufs Fuff, Prinzessin? Ja. Jenna liebt Fuff. So, und jetzt noch die Sesamsamen. Bei den Sesamsamen muss man wirklich am meisten aufpassen, dass die nicht verbrennen. Die brauchen natürlich wahrscheinlich nicht halbe Stunde. Mal gucken. So, also der Sesam nehme ich jetzt das zweite Mal raus und ihr seht, der ist schon ziemlich goldig hier. Und deswegen, also ich glaube, der braucht höchstens noch mal 5 Minuten, bis ich den rausnehme, weil er duftet auch schon ein bisschen nussig. Das ist dann eigentlich der Moment, wo man den rausnehmen kann. Aber 5 Minuten lasse ich den jetzt noch mal. Genau, was ich jetzt noch mache in der Zwischenzeit, das ist aber zusätzlich, also das muss man nicht, ist einfach noch ganze Mandeln, weil ich habe ja dort schon gesplitterte, die ich dann eben noch frittieren werde. Aber dazu werde ich auch noch ein paar ganze machen, einfach damit es so ein bisschen verschiedene Texturen hat, halt nicht nur mit den Splitter, sondern eben auch ein paar ganze und ein paar halbe. Ja, dass es so eine verschiedene Konsistenzen hat, sage ich jetzt mal. Dazu muss ich eben jetzt die Mandeln in heißes Wasser einlegen. So. Und das Ganze lasse ich jetzt etwa, ja, vielleicht so 15 Minuten da drin.
Und dann kann man die nämlich schälen und dann muss ich die auslegen auf einem Tuch, damit die trocknen, bevor man die frittiert. So, die Sesamsamen, die sind jetzt perfekt getoastet. Das war jetzt ungefähr 20 Minuten waren es, glaube ich. Dreimal habe ich die jetzt rausgenommen. Jetzt sind die wirklich schön goldbraun. Manche sind sogar schon ein bisschen dunkler, aber es ist perfekt so. Also es riecht wirklich schön nussig. Genau, die müssen jetzt richtig gut abkühlen. Und dann kommen die in den Mixer und werden so ein bisschen zu einer Paste gemahlen. Und ein bisschen lasse ich noch zur Seite, damit noch ein paar ganze übrig bleiben. Aber das seht ihr dann inshallah. Jetzt gucke ich mal nach den anderen Sachen. When I need motivation, my one solution is the story of my Nabi. Oh yeah, now I'm lonely in the corner right, thinking I'm Medina. All these other places are tempting, but I'm empty. I wanna fill up my mind. Now I'm wishing, oh my Lord, I'm praying. How amazing is it gonna be like, oh, stepping, but I'm praying. How amazing is it gonna be like, oh, stepping inside in my street. So, also es ist jetzt 11:30. Das Mehl fängt jetzt erst langsam an, goldig zu werden. Das wird bestimmt noch mal 10 Minuten dauern, nehme ich jetzt an. Aber ich muss jetzt die Übung abbrechen und den Ofen ausschalten. Und dann werde ich das nachher noch weiter backen, weil ich muss jetzt Jaber abholen. Ihr seht, das Mandelmehl ist schon fertig. Das war jetzt schon vor 10 Minuten fertig. Und die Sesamsamen ja auch, die haben jetzt insgesamt ungefähr 20 Minuten gebraucht und das Mehl, Mandelmehl ungefähr halbe Stunde. Ja, und ich denke eben, das weiße Mehl, wie es aussieht, dauert bestimmt 45 Minuten oder so. Wie gesagt, ich gehe halt nicht nach Zeit, ich nehme es einfach alle 5 bis 7 Minuten raus und rühre dann um und gucke, wie sich es entwickelt. Aber, wie gesagt, jetzt muss ich ausschalten und meinen Großen abholen. So, wir sind wieder zu Hause mittlerweile. Es ist schon 11:30, Entschuldigung. Und ja, damit es hier wieder ein bisschen Platz gibt, bevor ich den Kindern ihr Mittagessen gebe, habe ich jetzt schon mal die Sachen hier umgefüllt. Die Sesamsamen habe ich jetzt hier schon in den Mixer eingefüllt und habe dann noch so eine, ja, 3/4 Schale zur Seite gelegt, damit da noch ein paar ganze drin sind. Das Mandelmehl habe ich hier schon mal in den Behälter eingefüllt, wo ich das Sfuf machen werde. Und das Mehl ist wieder im Backofen. Werde ich kurz die hier abschütten und dann die Schale wegnehmen. Also ihr seht, die sind jetzt hier ganz, die habe ich ja jetzt eingelegt eine Zeit lang. Und jetzt kann man da eigentlich nur noch so drücken. Ich weiß nicht, ob das mit einer Hand geht, ja. Und dann hat man die schon enthüllt quasi. Also es ist wirklich praktisch. Und das werde ich jetzt noch kurz machen, damit die dann auch noch ein bisschen trocknen können. Find myself in Medina. I've been thinking right, I wanna be there. Oh, I wish I can find myself in Medina. I've been dreaming right, yeah, yeah, I wanna be there. It's my role model. My little grandma wishes, cause I know that it's so little. Oh yeah, wanna increase my love. That I got for the chosen one. All these other places. So, das Mehl ist jetzt endlich goldbraun geworden. Ich habe das jetzt auch schon ein bisschen abkühlen lassen. Ich werde das jetzt durch ein Sieb hier reinmachen, wo auch schon die gemahlenen Mandeln drin sind. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Abfüllen, dass da nicht so viel daneben geht. Genau, wichtig, dass es durch ein Sieb geht und die Knötchen, die drin bleiben, könnt ihr entweder mit der Hand oder mit einem Löffel auch klein machen dann. But I'm empty, wanna fill up my mind. Now I'm wishing, oh my Lord, I'm praying. How amazing is it gonna be like, oh, stepping inside in my street. Oh, I wish I can find myself in Medina. I've been thinking right, I wanna be there. Oh, I wish I can. Oh, I wish I can find myself in Medina. I've been thinking right, I wanna be there. Oh,
I wish I can find myself in Medina. I've been dreaming right here, wanna be there. With love and affection, now we build a nation of black and white and yellow, brown and no discrimination. I love Islam too, I know I make the right selection. Now all that's left for me to do is just follow this sunnah. Oh, I wish I can find myself in Medina. I've been thinking right, I wanna be there. Oh, I wish I can find myself in Medina. I've been dreaming right, I wanna be there. My Lord, don't let me stray, Robbie. Oops, I done fell for your way, Robbie. I know, Lord, but... So, also ich glaube, das reicht jetzt für mich. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wenn man das so anfasst. Wenn man das anfasst hier, dann merkt man, dass es wirklich Pulver ist. Und ja, das darf jetzt auch noch dort dazugehen. Jetzt ist es eigentlich wirklich bereit. Das letzte, was wir jetzt nur noch machen müssen, dann sind die Mandeln frittieren und die Butter schmelzen. Oops, I want you for me, Robbie. Oops, I want you for so deep, cause everyone falls in love sometimes. I don't know about you, but it ain't a crime. Let me learn the things that we benefit me in a long time, and let me learn the things that we benefit me in this. Jetzt muss man das Ganze wirklich nur noch vermischen. Die Mandeln werde ich jetzt dazugeben und dann einfach Stück für Stück die Butter-Olivenöl-Mischung. Let me learn the things that we benefit me in this life. So, meine Lieben, das ist das Endprodukt. Ja, so sollte es sein. Nicht so trocken, aber auch nicht zu fettig. Also so mögen wir es halt. Ich habe jetzt auch noch das Öl zusätzlich von den Mandeln, wo ich die gebraten habe drin, also frittiert, habe ich noch reingemacht. Also es braucht schon ziemlich viel Öl, leider. Und ja, ich habe jetzt zwischenzeitlich nicht mehr gefilmt, aber ich habe noch gekocht. Nichts Spektakuläres, ich zeige euch das kurz. Ich habe im Schnellkochtopf einfach noch ein bisschen Gulasch gemacht mit Erbsen drin und Möhren. Ja, mit verschiedenen Gewürzen. Inshallah werde ich euch davon auch mal ein Rezept posten, aber ich muss wirklich anfangen, die Rezepte irgendwie in separaten Videos zu posten, weil ich glaube, das wird jetzt auch wieder sehr, sehr ein langer Vlog, wegen dem Rezept, was ich jetzt gepostet habe. Ja, jedenfalls werden wir das jetzt gleich dann mit diesen Nudeln essen. Es ist mittlerweile auch schon 10 vor 6. Deswegen, so in 10 Minuten essen wir dann. Und ja, das ist das fertige Sfuf, ihr Lieben. Es ist viel Arbeit. Also die Küche war eine absolute Katastrophe jetzt danach. Und schon mit viel Putzen und so verbunden. Aber ihr könnt mir glauben, es lohnt sich. Es ist so lecker, besonders eben während dem Ramadan. Jenna liebt ja Sfuf. Deswegen mal gucken, was sie dazu sagt. Bismillah. Und schmeckt? Aber das wäre ja alles nicht glaubwürdig, wenn wir jetzt nicht ein bisschen dem Marokkaner im Haus zum Probieren geben. Mal gucken, was er dazu sagt. Oh, alle wollen. Ah.
Schmeckt's authentisch? Ja, es ist Fuchs, ist genau dieses Fuchs. Okay, also. Es ist sehr gut gemacht. Bekommt es den marokkanischen Stempel von dir? Ja. Okay. Younes will auch. Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman. I look out day and night, looking out for the light. It's my favorite time of the year. From sin I try to stay clear. Forgive me, God, for all I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long. Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman. Feel the pains of hunger and thirst of all those less fortunate. I remember to appreciate all that I have. Forgive me, God, for all that I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long. Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman. I know that's when you leave. I'll cherish the moments we had. Our minds will fly by and then my heart will be racing fast. I know that when you leave, I'll cherish the moments we had. Our minds will fly by and then my heart will be racing fast. Ramadan is here, so glad you're back. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Clip von gerade eben gefallen. Wie ihr gesehen habt, ist meine Ramadan-Dekoration angekommen. Alhamdulillah, ich habe mich so gefreut. Ich wollte ja eigentlich zuerst ein Unboxing machen, aber es ist dann irgendwie nicht dazu gekommen, weil Jabir war heute leider krank. Der Arme hatte wirklich Fieber und Husten gehabt. Ich konnte ihn eben auch nicht in den Kindergarten schicken, deswegen. Ich nutze jetzt noch den Moment, wo die kleine Asia am Schlafen ist, und werde euch die Sachen noch mal kurz einzeln zeigen. Also, wie ihr seht, habe ich hier eine kleine Gebetsecke eingerichtet. Das wollte ich eigentlich wirklich schon lange machen, schon bevor Ramadan. Aber irgendwie war das jetzt gerade noch der letzte Anschubser, den ich gebraucht habe, um das zu machen. Wir werden es aber noch ein bisschen umändern. Das ist jetzt erst der Anfang. Ich möchte dann hier noch irgendwas schön dekorieren. Ich habe auch bei Wish noch so ein paar Lichter bestellt, so Laternenlichter, die man dann hier anmachen kann mit LED. Und ich habe jetzt schon mal einfach diesen Gebetsteppich hier an die Wand gehangen. Ich fand es irgendwie noch ganz gut, weil da halt auch die Kaaba drauf ist und ja, bei uns müssen wir halt in die Richtung beten. Vielleicht werde ich aber dann auch diesen Teppich aufhängen. Ich weiß es noch nicht. Genau, erstmal dazu und direkt daneben seht ihr auch schon diese Sterne hier und dann zweimal die Ramadan-Kalender für die Kinder. Da sind eben auch die Spielzeuge schon dabei, die werde ich euch aber gleich zeigen. Also richtig süß gemacht und schön bunt, finde ich immer ganz schön für Kinder. Genau, hier ist dann noch der zweite. Ja, und das Ganze findet in Kooperation statt mit Eid Party von Instagram. Sie haben natürlich aber auch eine Webseite und die liebe Schwester hat mir eben ein paar Sachen zugeschickt. Diese riesen Ramadan Mubarak Ballons hat sie mir auch noch zugeschickt. Die habe ich jetzt an diese Wand befestigt. Genau, da oben sind nochmal von diesen Sternen in Gold und Silber. Und hier kommen wir zum besten Teil. Also, was natürlich sofort ins Auge springt, ist auf jeden Fall
dieses Tabla. Genau, hier seht ihr auch direkt den Flyer. eatparty.co.uk ist ihre Webseite. Sie haben auch eine Webseite, aber sie sind hauptsächlich auf Instagram aktiv. Hier, wie ihr seht, es ist einfach eine richtig gute Dekorationsfirma. Sie haben richtig schöne Sachen, mashallah. Also nicht nur für Eid und Ramadan, sondern auch sonst. Und wenn ihr den Code EID10 benutzt, bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ich musste auch wirklich nicht lange warten. Also es war wirklich innerhalb von ein paar Tagen da. Die Schwester schickt das auch aus England. Und subhanallah, nur wenn man auf ihre Webseite geht, bekommt man richtig viel Inspiration zum Dekorieren. Genau, ich glaube, hier drauf werde ich dann, wie ihr vorher gesehen habt, mein Buchor und diese Sachen so aufbewahren. Da drauf, natürlich kann man das auch für Essen brauchen, zum Servieren oder so, aber ich finde das fast zu schade. Also ich würde es wirklich irgendwo richtig schön hinstellen. Ich weiß noch, ich muss mir noch einen geeigneten Platz dazu aussuchen und dann werde ich da, glaube ich, alle meine Buchor-Sachen aufbewahren. Genau, das nächste ist dann dieses Serviertabla. Das ist so ein Zweier-Set zum Tee servieren. Ich mache das mal auseinander. Wunderschön. Also ihr seht, es ist sehr marokkanisch geprägt und es würde natürlich auch direkt perfekt eine marokkanische Teekanne und Gläser dazu passen, finde ich. Ich habe aber auch auf ihrem Instagram gesehen, sie hat so Schokoladendatteln, hat sie so hier draufgelegt. Und das dann so serviert, das sieht auch richtig schön aus. Also geht auf jeden Fall mal auf ihr Instagram. Sie zeigt wirklich richtig schöne Ideen dort auch zur Inspiration. Genau, hier sind die Spielzeuge für den Ramadan-Kalender. Die sind auch schon dabei, also man kann den mit oder ohne Spielzeuge bestellen. Ich habe den jetzt mit Spielzeugen bestellt, die werde ich aber erst in die Kalender reinmachen, wenn Ramadan anfängt. Genau, dann für Eid hat sie mir noch so ein paar Eid Mubarak Brillen zugeschickt. Finde ich ganz lustig. Dann dieses Hexagon Tabla. Schaut mal, wie schön das ist, wirklich. Dazu kann man wirklich nur sagen, Allahumma barik. Und schaut mal, man kann es auch auseinandernehmen und dann kann man die Sachen einzeln servieren. Also für... Sei es Früchte oder Desserts, was auch immer. Da hat richtig viel auch drin Platz. Also ihr seht, meine Hand hat hier komplett Platz drin. Und auch hier richtig schön orientalisch gemustert. Und das da hier kann man dann auch einzeln als Tabla noch benutzen, um Essen oder Trinken zu servieren. Also das finde ich richtig, richtig toll. Und hier ist für Eid Money Pockets sind das. Also hier kann man dann quasi den Kindern Geld einfüllen oder auch Süßigkeiten, je nachdem. Hier sind jetzt 10 Stück drin, um das Eid-Geld reinzumachen. Ja, und das da hier, mashallah, schaut es mal an. Das macht mich richtig traurig, dass ich nicht faste dieses Jahr, wenn ich das anschaue, weil mir kommt gerade als erstes der Gedanke, dass ich hier Sfuf reinmachen will. Übrigens habe ich irgendwie fast 3 Kilo davon rausbekommen mit diesem Rezept. Also falls ihr nur zu zweit seid oder so, oder vielleicht sogar nur eine Person, macht vielleicht nur die Hälfte. Außer ihr verschenkt natürlich ein bisschen auch an die Moschee oder so. Aber nur, dass ihr wisst, es ist einfach sehr viel, wo wir schon gerade beim Thema sind. Genau, dann würde ich hier wirklich gerne so Sfuf reinmachen und hier dann die schönen großen Matchstuhldatteln und hier an der Seite Wassermelone. Das wäre wirklich mein perfektes Suhoor. Ja, und deswegen, das macht mich gerade traurig, dass ich nicht faste. Aber ich werde es vielleicht trotzdem benutzen, mal zum Frühstück oder so. Aber ja, bis dahin wird mein Mann davon wahrscheinlich fleißig Gebrauch machen. Dann sind hier noch ein paar Kleinigkeiten noch für Eid dann. Auch einmal noch ein Banner, aber das werdet ihr natürlich dann an Eid erst sehen, wie das genau aussieht. Dekoriert hier auch nochmal einer. Ein paar Sachen habe ich mir natürlich noch bestellt dann für Eid. Aber das werdet ihr dann im Vlog sehen, inshallah. Genau, ein paar schöne Ballons, da steht auch überall dann Eid Mubarak drauf.
Und das da hier weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich es benutzen muss. Da muss ich noch mal kurz nachgucken, dann auf der Webseite. Aber ich glaube, das fächert sich dann so auf. Das ist dann, glaube ich, so wie Fächer. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, das war's eigentlich, was ich mir von Ihnen ausgesucht habe. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken auf ihrer Webseite, auch wenn es wirklich nur für Inspiration ist, für Dekorationen, weil Masha'Allah, die Instagram-Seite ist wirklich so schön kreiert und in ihren Stories postet sie auch immer schön Fotos von anderen Schwestern, wie sie so für Ramadan dekoriert haben und so weiter. Und ja, ich finde es auch immer einfach ganz interessant, dort reinzugucken. Ich werde jetzt diesen Vlog hier beenden. Es ist jetzt auch schon 23:30 abends mittlerweile. Ich sollte mich auch mal wirklich langsam auf den Weg ins Bett machen. Jabir werde ich morgen aber sowieso noch zu Hause lassen. Den schicke ich morgen noch nicht in den Kindergarten. Ihm geht es wirklich noch nicht gut. Ich hoffe, inshallah, dass sich die anderen nicht noch anstecken. Oh, und was ich fast vergessen hätte, euch noch zu zeigen. Es springt mir nämlich jetzt gerade ins Auge. Ist noch dieser wunderschöne Mond hier zum Aufstellen. Das ist aus Holz. Ich zeige euch das noch kurz. So sieht das aus. Das ist aus Holz und dann gibt es hier diese wunderschönen Schnitzereien drin. Ja, und dann mit diesem Stern. Also die Kinder fanden das auch richtig, richtig schön. Und ja, bei uns passt das halt perfekt da hoch. Ja, Alhamdulillah, ich bin wirklich, wirklich dankbar für diese Sachen. Es macht einfach gerade eine richtig schöne Stimmung zu Hause. Man fühlt sich wohl und man freut sich schon so richtig auf Ramadan. Über mir sind ja auch noch diese Ramadan Karim Banner. Also, wie ihr seht, überall Ramadan, Ramadan, Ramadan. Wir freuen uns richtig darauf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle den Monat Ramadan erreichen lassen. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wann ihr anfangt zu fasten. Ob ihr nach der Mondsichtung geht oder ob ihr einfach nach den offiziellen astrologischen Daten geht. Das würde mich wirklich noch interessieren. Bei uns, wir gehen eigentlich immer nach der Mondsichtung, also wir verfolgen das immer beim IZRS, bei dem Islamischen Zentralrat Schweiz. Die machen auch immer so jährliche Mondsichtungen, um zu gucken halt, ob der Mond schon gesehen wird oder ob es schon jemand anderes gesehen hat. Da gibt es ja zwei verschiedene Meinungen, ob man quasi warten muss, bis es eine Person sieht oder ob man sich da nach der Astronomie richten kann. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit, ihr Lieben. Inshallah ist beim nächsten Vlog schon Ramadan. Bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.